Hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt aus dem Kerker raus und fortsetzen das Spiel. Was sagt unsere Gute hier? Sollen wir mit ihr nochmal reden? Was hat sie noch gesagt? Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen von ihnen vernichten, sind auch die anderen eine Zeit lang geblendet. Alles klar. Wir sollen jetzt die... Wir haben einen Kompass. Zielakte verborgene... Verfolgt der Quest mit Hilfe von... Ja und ja. Falls ihr nicht mehr weiter wisst, dann öffnet eure Karte mit M. Drücken wir mal M. Ach da. Was haben wir hier? Vernichtet ein kalter Wächter. Und das auch einer. Zwei Stück. Okay. Wenn wir uns mal einen vorknüpfen. Wir haben irgendwie kein Schwert und nichts gekriegt hier, ne? Na gut, dann gehen wir mal runter. So, wo sollen wir denn hin? Da ist doch irgendwo einer, ne? Der ist auch nicht mehr ganz so in Ordnung. Da drüben. Da ist doch irgendwas da drüben. Da oben ist auch einer. Was haben wir da denn? F zum Interagieren halten. Zum Interagieren? F drücken? Was ist denn F? Was machen wir da? Okay, worauf warten wir jetzt? Hier ist ja auch nicht was los auf jeden Fall. Da ist er. Den werden wir uns mal krallen. Den werden wir uns nicht krallen. Der ist schon hinne. Schade. Jetzt laufen wir uns, glaube ich, ein bisschen hier den Wolf, weil wir nicht wissen, wo wir hin sollen. Da drüben ist nichts. Pass mal auf, der müsste doch wiederkommen hier, oder nicht? Was geht hier oben vor sich? Hallo? Wer war das denn? Gollum? Sah mir aus wie Gollum. Komm doch wieder zurück da. Erscheint doch endlich mal einer. Da ist er. Den werden wir uns mal vorknöpfen. Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Eisenpanzerhandschuhe. Eisenpanzerschuhe. Interaktion, was ist das denn jetzt? Ach so. Was können wir denn hier machen? Freund hinzufügen. Achso, anschreiben, Gruppe anschreiben, abbrechen. Hast du nicht gesehen, zum Handeln auffordern. Spieler melden. Achso. Wir wollen dir nichts melden. Nein, wir wollen dir gar nichts machen. So, den haben wir jetzt erledigt. Was können wir noch machen? Das wäre Gollum. Gollum. Ist noch einer. So, mach dich doch mal ab da. Zack, Durchsuchung. Was haben wir da gefunden? Eisenstrahlkolben nehmen wir mit. Sehr schön. Was können wir noch machen? Da oben müssen wir, glaube ich, auch hoch. Das zeigt er uns wenigstens an. Weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Okay. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man... Ich halte Wache. Sie hält Wache. Na, das ist doch gut. Was haben wir da? Oh. Aha, wir sollen schleichen. Wir sind verborgen. Zack. So, wir haben den Wächter erledigt. Erreiche die Zelle des Propheten. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Alles klar. Wo ist die Zelle des Propheten? Hm? Wo ist sie? Was hat unsere Map? Map, Map, Map. Da ist sie. Werden wir da mal fix runter rennen. Wir können natürlich nicht unendlich laufen, weil da geht uns die Energie flöten. Halt, da war doch noch einer. Den werden wir noch einmal mitnehmen. Topsi. Das war dumm. Ach nee. Die Klause des Propheten ist nicht mehr weit. Lasst uns gehen. Ja gut, dann werden wir dagegen gehen. Was haben wir da mal in unser Charakterfenster? Können wir uns nicht ein paar Klamotten anziehen? Wie sieht das aus? Kombination, haben wir nicht irgendwo ein bisschen Rüstung oder irgendwas? Inventar. Die Inventar. Anzeigen drückt E, um auszusehen. Ja, ist gut. Was haben wir hier?
können wir die darüber ziehen. Zack. Siehst du, das ist doch schon mal angenehmer. Eisenschreitkolben, was haben wir da? Stufe 2. Der nimmt natürlich ein bisschen mehr Bums macht er hier, ne? Wie kann man das ausrüsten? So. Jetzt haben wir den. Hirse, was haben wir noch? Oh, scheiße. Autsch. Man darf hier nicht einfach so stehen. Kommt und holt es euch, ihr skäbigen Horker. Ja, ich glaube, ich bin hier an der verkehrten Stelle. Ich muss mich irgendwo ein bisschen abseits hinstellen, wo ich mal schauen kann, was ich so habe. Oder was ich nicht habe. So, Papa, machen wir das nochmal. Wo war das jetzt? Inventar. Was haben wir denn noch? Sandalen der Seelenraupen. Ich meine, die habe ich. Ich habe was Besseres an. Schlückchen der Marika. Weggeworfen. Gut, das ist ja das. Den Kram können wir auch verkloppen. Ist das Lebensmittel? Herstellen von Speisen. Okay, das haben wir. Und dann gehen wir da mal wieder raus. Wir haben ja ein bisschen was angezogen. Eisenpanzerschuhe. Die haben wir an. So, wo ist jetzt unser Knastjunge? Wo war das jetzt? Die Zelle des Propheten muss ich darüber. Gut. Darüber und... Bin ich jetzt richtig? Nein, ich muss da längs. Da hinten muss sie irgendwo sein. Da ist sie doch. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Na super, wie kommen wir denn dann da rein? Sprechen wir mit ihr? Wird sie uns das sagen? Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist denn Catwell jetzt? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Gut, dann werden wir ihn wohl mal suchen werden. Werden wir ihn wohl mal suchen. Ohne. Durchsuchen wir die auch mal. Auch wieder mal drin. Ginseng. Dann nehmen wir nochmal Ginseng mit. Was haben wir da? Eine Urne. Natürliches Wasser mitnehmen. Hier muss man echt mal so ein bisschen rumgucken, ob man hier nicht ein paar tolle Sachen findet. Okay, also hier irgendwie nicht. Was ist da hinten denn? Da ist so eine Kiste. Eine Truhe, was finden wir da? Ahorn Heilungsstab. Nehmen wir mit. Man muss hier doch wirklich alle Ecken absuchen, wa? Was ist das? Ist da noch mehr? Ist da irgendwas? Wir gucken jede Ecke nach. Wer ist das? Achso, das ist ein Spieler. Ein anderer Spieler. Was haben wir hier denn noch? Eines schönen Tages, mitten in der Nacht. Die sehen nicht sehr. Zwei tote Könige um die Macht. Was war da? Rücken stehen, Windhänder. Nehmen wir mit. Noch einer. Können wir vielleicht verkaufen? Wir klauen hier alles weg. Streitkolben. Helm. Nehmen wir auch einen Helm mit. Rucksack. Eine Rose. Drei Rosen. Nehmen wir auch mit. Ist da noch was drin? Die sehen sehr teilnahmslos aus, die Jungs. Irgendwie sehen die sehr... Da ist ein Sack. Wir schauen mal in den Sack rein. Lotusblüte. Hirse. Der Hirse ist leer. Im Fass ist da was drin. Hefe. Gott, sollen wir hier noch was zusammenbacken, brauen? Da ist nichts, ne? Da ist nichts. Wie ist weiter hier? Was haben wir noch? Brot. Nehmen wir das Brot mit. Bisschen Probleme hier mit dem Minze. Da können wir jetzt einen Tee kochen, oder?
Hier was drin in der Kiste. Kaffee. Na, der Kaffee ist schon mal da. Das ist schon mal gut. Alter, die sind überhaupt nicht bei der Sache hier, die Jungs. Fässer durchsuchen. Hefe nochmal. Fässer leer. So, wir auf jeden Fall suchen wir. Wir gucken hier mal richtig rum, was hier so los ist. Oder auch nicht. Was sind das denn für Typen? Laufen auch Zombies hier rum oder was? Das nennt man ja wohl eklig oder was? Stückchen der Ausdauer nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Pfui Deibel. So. Ist ja wohl eklig. Was haben wir noch? Hier ist noch ein Körbchen. Kleinwildfleisch. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Ein Rucksack. Den nehmen wir auch mit. Ist da noch mehr? Was haben wir hier noch? Und da ist ein Sack. Honig. Ingwer. Jetzt können wir bald unser komplettes Gericht hier fertig machen. Was haben wir hier noch? Ach, da ist der Knecht. Da ist er ja. Dann werden wir mit ihm nochmal reden. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Tja, nicht ganz gut, ne? Bis auf das wir nicht in die Zelle vom Propheten kommen. Die Tür ist verschlossen. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Sehr beruhigend. Und wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Sehr schön, das freut mich. Und wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Das werden wir machen. Vielen Dank. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Sind wir neugierig? Erzählt mir von euch, Sir. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebäse von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Und wie lange seid ihr schon hier? Zu lange. Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Und woher kennt ihr Lyris? Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheoborats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jarra haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Lieb wohl. So,
Dann haben wir. Well hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten ja, würden wir, sollten wir. Wo ist unsere Gute eigentlich? So viele Idioten hier. Was steht da? Oh, Eske. Aha. Cutwill. Wer ist das hier? Hä? Ist Beiß gleich ein Name oder was? Ach so. Ach so, das ist der da, ein Spieler da. So. Wir haben ja schon alles durchsucht, denke ich mal. Rucksack leer. Das haben wir alles durchsucht. Dann können wir hier in Ruhe nochmal unser Inventar durchgucken. So, wir haben hier Eisenstreckholm Stufe 2. Haben wir denn noch irgendwas für die Hand zum Umschlagen? Den Helm können wir doch eigentlich auch ausrüsten, oder nicht? So, zack, Helm auf. Was haben wir noch? Eisenstreckholben, zweihändig. Zweihändig ist ein Zweihand. Und das ist auch zweihändig. Und das ist auch zweihändig. Aber das ist... Da ist unsere... Was haben wir? Unser Eisenstreckholben. Stufe 14. Also Wert 14. Stufe 2. 2,12. Das ist das Ding noch das Beste, was wir haben. Das ist ein Zauberstab. Aber sind wir Zauberer? Benötigen? Lösungsmittelkenntnis 1. Ginseng. Was haben wir noch? Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Na gut, so. Uns geht es ja eigentlich ziemlich... Kann man nicht sehen irgendwo. Gegenstände, Schnellzugriff. Trödel. Ach, wir können das ja auch als Trödel markieren und verkloppen. Die können wir doch auch eigentlich... Stufe 1, Stufe 2. Können wir doch eigentlich auch ausrüsten. Zack. So, haben wir die auch. Habe ich noch irgendwas übersehen? Habe ich noch irgendwas übersehen? Brot von vorgestern. Sehr gut. Okay, gehen wir da mal raus. Ab Stufe 15. Okay, da sehen wir doch schon einigermaßen aus. Nehmen wir noch das Nachthemd an, aber einen Helm auf. So, das ist beruhigend. Was sagt die Karte? Wo sollen wir hin? Treten den Unterbau. Sollen wir erstmal da den Fluss folgen? Das könnten wir... Na, wir müssen da links. Wo ist unsere Gute denn? Folgt sie uns noch oder nicht? Huela. Aha. Wie können wir den Chat denn eigentlich? Da können wir doch irgendwie was einstellen hier, ne? Oder nicht? Zack. Einstellen. Reiter erstellen. Optionen. Warte mal. Gebiet.de. Wir wollen ja mit Deutschen sprechen. Weil ich bin nicht so gut in Englisch. Nicht? So. Schließen. Dann müsste das jetzt funktionieren eigentlich. So. Nochmal klein. Das Teil. Auf geht's. Das ist noch einer. Wer ist das denn? Ah. Arodia. Erst einmal am Lesen. Was lesen die denn eigentlich? Kann ich auch was lesen? Ich möchte auch was lesen. Ich kann die Nachricht im Spiel erhalten und versenden. Okay. Ja, das ist doch schön. Ihr könnt... Ach, was haben wir hier? Entdecker-Paket. Schatzkarte der Bündnisgebiete. Schatzkarte der Dominion-Gebiete. Schatzkarte der Paktgebiete. Was sind wir eigentlich? Oh Gott, was sind wir eigentlich? Kalthafen. Wie kann ich das machen? Gegenstand, ach so. Behälter. Wird beim Aufheben gebunden. Wie heben wir das auf? Ich will es aufheben. Anhänger nehmen. Zack. Ach so, habe ich alle genommen. Gut. Gut, gut, gut. Benachrichtigungen. Erlaubt diesen aus der Einladung unseres Tüdelskrams. Allianzkriege. Gut, da sind wir noch nicht ganz reif für. Da müssen wir noch ein bisschen üben. So, nochmal in dieses Inventar gehen. Was haben wir hier jetzt? Aha. Was heißt das? Neuer Gegenstand. Neuer Gegenstand. Wert. Wo kann ich das denn sehen? Enthält 7 Schatzkarten, die zu Schätzen in den Territorium führen. Paktdominium. Hier ist ein Kalthafen. Können wir da irgendwas sehen? Nutzen. Können wir das benutzen? Schatzkarte. Nehmen. So. Und wo ist sie jetzt?
kann ich damit machen? Benutzen. Ach, ich kann sie benutzen. Hallo? Und wo soll das sein? Ach du Schande. Ein kaputtes Schiff. Wo ist das Schiff? Haben wir das irgendwo gesehen? Oder war da hinten nicht ein Schiff irgendwo? War da nicht irgendwo ein Schiff? Wir sind doch in Kalthafen, oder nicht? Oder irre ich mich jetzt hier ein bisschen? Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter runter da. Ach, da ist noch eine... Da müssen wir mal rein. Dietrich! Da ist ein Dietrich drin. Kein Klaus, nein, ein Dietrich. Den nehmen wir auch mit. Wir wollen hier nichts besehen. Das wäre fatal. So, mein Freund, dich werde ich nicht verknüpfen. Ja, du bist rein. Wir durchsuchen dich mal. Ach, ein Froststab. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Alles. Da hinten sind noch Kisten. Da ist noch ein. Was ist das für ein Viech? Durchsuchen wir dich. Was hast du mit? Eisenpanzerschuhe. Die nehmen wir auch mit. Nehmen, nehmen, nehmen. So. Am besten können wir dir auch noch das Fell überziehen. Ohne natürliches Wasser. Nehmen wir mit. Aber ich glaube, irgendwann ist auch mal unsere Kapazität erschöpft. Befüllt nochmal die Triche. Unsere Kapazität erschöpft. Ohne ist leer. Ohne. Was ist drin? Tomaten. In der Urne sind Tomaten drin. Klar. Da ist ein Sack mit Jasmin. Da ist ein Rucksäckelde. Das ist leer, sagt er mir nicht zu. Ist hier noch irgendwas? Urne. Und nochmal Dietriche. Kistendurchsuchung. Da ist noch so ein rotes Zeug drin. So, was haben wir noch? Die Kisten sind leer. Zack. Das ging richtig fix, muss ich sagen. So. Was macht ihr hier Feines? Ein bisschen Gartenarbeit, also ein bisschen Urne. Da ist noch was. Eine Urne. Eisengürtel. Nehmen wir auch mit. So können wir uns allmählich ein bisschen vernünftiger kleiden hier. Weil wir sehen ja ein bisschen jämmerlich aus. Da ist noch was. Nochmal Dietrich hier. Sehr schön. Urne ist leer. Das haben wir alles mit. Jetzt haben wir irgendwo eine Stelle, wo wir ein bisschen ruhig stehen können, ohne dass uns gleich irgendjemand wegfrisst hier. So, pass mal auf. Reiten. Ja, wir haben noch kein Pferd. Leider nicht. So, was haben wir denn noch? Eisengürtel. Den ausrüsten. Zack. Eisenrüstung. Was haben wir noch? Eisenpanzerhandschuhe. Rüstung 101. Wert. Wir haben die gleichen schon mal. Was haben wir denn noch? Froststab. Dietriche. Was können wir mit den Dingern eigentlich machen? Okay, na gut. Ahorn. Heilungsstab. Haben wir noch irgendwas gefunden? Und benutzen, dann können wir drauf gucken. Gut, dann müssen wir mal sehen, wo wir das finden. Irgendwo muss das ja sein. So. Wir müssen dann den Weg gehen. Halt, wir müssen da runter. Also, da längs, am Fluss entlang. Du bist auch weit. Jeps. So ein mieser kleiner Kotzer. Eisenaxt der Flamme. Das ist auch mal nicht schlecht. Und Gold dabei gehabt.
Und noch einer. So, hast du auch was dabei? Gar nichts? Nichts? Nichts abzugeben? Ach Mensch. Hast du wieder was dabei? So, du bist auch fertig. Auch nichts. Auch nichts dabei. Das ist ja schade. So, hier waren wir doch, ne? Da ist unser kleiner Klimperfritz. Fratzi. Das können wir doch bestimmt hier längs. War das nicht hier längs? So, wir müssen hier längs. War das dadurch? Wir gucken mal kurz auf unsere Karte. Ja, wir sind richtig. Wir sind ganz goldrichtig. Einige Truhen und Türen sind verschlossen. Drücke E, um zu versuchen, das Schloss zu knacken. Na, er hämmert ein Loch in der Tür. So. Aber wir gehen da durch. Und zwar in der nächsten Folge. Seid mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.